So, guten Tag, hier kommt jetzt Google und ich mache jetzt mal was Schönes mit Capella Scan and Play. Passen Sie mal auf. Capella, das wird gegoogelt jetzt hier. Genau das, was ich jetzt tippe. Download. Mit OA, Load geschrieben. Und dann Computer, Bild in einem Wort. So, wenn das ist, dann Eingabetaste drücken, Enter. Und jetzt geht man hier auf dies hier. Capella Scan and Play Computer Bild. Jetzt müsste bei Ihnen etwas kommen. Das heißt, Freischaltcode eingeben. Bei Freischaltcode eingeben, da müssen Sie genau das eingeben. Kleines C, kleines B, dann einfach Minus, kleines F, kleines O, kleines F, kleines Y, Minus, Q, Q, kleines Q, kleines Q habe ich gemeint jetzt damit, und kleines K und eine 7. Das geben Sie beim Freischaltcode ein, das kommt von der Computerbildzeitung. Also klein C, B, Minus, F, O, F, Y, Minus, Q, Q, K und 7. Alles Kleinbuchstaben. Das kommt da rein. Und alles mit Bindestrichen, mit diesen zwei Bindestrichen eingeben. Mit Minus. Und dann etwas runterscrollen. Und dann hier jetzt auf Jetzt downloaden gehen. Hier auf das Grüne. Und dann geht man auf dieses Fenster hier einfach speichern. Datei speichern. Und dann geht das los hier bei Mozilla Firefox, ganz spezifisch Mozilla Firefox. Kommt das hier, dieser kleine Pfeil hier da oben, da. Der blaue, der wird blau, der Pfeil. Da vielleicht müssen wir mal gucken, ob es geht. Ja, dann geht man auf hier. Okay. Und jetzt geht man auf Ausführen. Und dann geht das so weiter. Hier geht man auf Weiter. Und hier kann man, normalerweise ist das einfach eine Installation. Aber das ist jetzt Ihre, bei Ihnen ist das eine Installation. Und dann folgen Sie einfach dem Bildschirm und machen eine Installation davon. Hier gehen Sie einfach auf Ja und zum Beispiel. Fertigstellen. Ja. Und das Programm selbst. Sieht so aus. So sieht das Programm dann aus. Und im Programm macht man, das geht ganz gut. So, jetzt hier in dem Programm kannst du am besten so machen. Datei scannen. Einfach hier scannen, da oben. Und dann müsste der bei dir, wenn dein Drucker scannen kann, dann müsste er irgendwie scannen. Das kommt dann irgend so ein Scan-Bildschirm. Hier ist der Scan-Bildschirm schon. Hier muss ich nochmal auf Scannen gehen. Hier auf das. Und dann wird das vielleicht gescannt. Und wenn du das Glück hast, dass es gescannt wird bei dir, dann geht es so weiter. Scan-Vorgang läuft, sagt er jetzt. Und dann wird das Bild eingescannt. Hier ist es schon. Bei mir gehe ich jetzt hier auf Schließen. Und dieses hier, da brauche ich nur Erkennung machen. Erkennung starten. Und dann macht er da was. Und er erkennt das alles. Hoffentlich. Und jetzt gehe ich einfach hier auf den Lautsprecher da.
und guck mal, ob es spielt. Und es spielt. In meinem Fall spielt es das. So, Dankeschön, das war's schon.